Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nämlich ganz neu auf meinem Kanal wollte ich euch heute mal meine zwei Buttergummen vorstellen. Die sind, wie ihr schon hier vor mir, die erste, nämlich das ist die Bailey. Und dann hätten wir hier noch die Hailey. So heißen die zwei hübschen. Jetzt kurz zu den zwei. Die Bailey, die ist sozusagen ein Fundtier, wo auf meine Arbeit abgegeben wurde. Und natürlich so eine wunderschöne Buttergame. Konnte ich natürlich nicht sagen, die steckt man ins Tierheim oder so, wo sie dort Ewigkeiten verbracht hätte. Nee, da habe ich gesagt, okay, die tue ich mit zu meiner Vergesellschaft. Ich habe ein sehr großes Terrarium, wo die auf jeden Fall sehr glücklich leben kann. Die kann man auch gut von der Hailey unterscheiden, weil Bailey, sieht man hier diese schwarze Zeichnung und hat auch von den Stacheln hier seitlich ganz, ganz zarte und weiche Stacheln. Und nicht so stark ausgeprägt, und das Alter, wie gesagt, ist dadurch unbekannt, ist ein Weibchen. Und natürlich, wer sich bei Buttergum so auskennt, ist das natürlich auch ein Farbschlag davon. Das ist so ein orangener Farbschlag mit so ein bisschen Schwarz drin. Da gibt es bestimmt eine genaue Farbbezeichnung, aber wie gesagt, einmal ist das ein Fundtier, und bei den Farbschlägen bei den Buttergum kenne ich mich noch nicht so gut aus. Wenn sich da jemand auskennt, könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Die Bailey gehen schon mal. Dann gehen wir weiter zu Hailey, wenn es der Bailey zu langweilig wird. Die Maus guckt schon ganz süß, die kann man wirklich gut erkennen. Einmal sind die Stacheln ein bisschen größer und hat sie hier nicht so diese orangene Zeichnung. Die Hailey ist auch schon länger bei mir. Davor hatte ich nämlich ein wildfarbenes Weibchen. Wildfarbene Weibchen sind so in so einem gräulich-weiß-Ton. Jeder, wo schon mal Buttergum gesehen hat, wird so eine Wildform wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Sonst einfach mal googeln, da gibt es viele Bilder. Buttergum sind ja ein sehr häufiges Reptil, wo sehr viele Menschen obhut gehalten wird. Genau, diese Stacheln sind auch wirklich wunderschön. In Live sieht es noch deutlich schöner aus wie jetzt auf dem Handy. Meine Buttergum werden jetzt auch gerade über den Sittich- und Wirbellosen Adventskalender über die Ernährung von meinen Buttergum was kommen. Und dann noch ein Faktenvideo, 5 Fakten zu Buttergum insgesamt. Und jetzt kennt ihr die zwei süßen Mäuse schon mal. Immer verfressen, könnten immer eine Schabe vertragen, und das wär's so von mir. Jetzt kennt ihr die zwei Hübschen auch mal. Bis zu einem der nächsten Videos, und natürlich bald startet der sich um wir bloßen Adventskalender, jeden Tag ein Video. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag, bis dann, ciao, ciao.